Hoffenheim ist in die Bundesliga-Saison gestartet. Trainer Nagelsmann sprach dabei auch über seinen anstehenden Wechsel zu RB Leipzig. Julian Nagelsmann, 30, hatte zum Trainingsauftakt 21 Feldspieler und 2 Torleute zur Verfügung. Er sagte zu Bild, es fühlt sich toll an, nach 7 Wochen Pause wieder auf dem Platz zu sein. Mit 23 Spielern startete Julian Nagelsmann, 2.V.L, heute die erste Trainingseinheit bei Hoffenheim. Foto, Uwe Ansbach, Deutsche Presseagentur. Nagelsmann weiter, ich bin mit meiner Mannschaft aktuell so zufrieden. Die Qualität ist da, um in die Saison zu gehen. Allerdings sind noch Abgänge möglich, ich glaube nicht, dass wir mit der großen Gruppe in die Saison gehen. Namen nannte Nagelsmann jedoch nicht. Julian Nagelsmann wechselt im Sommer 2019 zu RB Leipzig. Foto, Uwe Ansbach, Deutsche Presseagentur. Nagelsmann wechselt 2019 zu Leipzig. Dass der anstehende Wechsel des Trainers für Unruhe sorgen könnte, macht ihm keine Sorgen. Der Coach, nein, da habe ich keine Angst. Vielleicht wird in der Öffentlichkeit keine Ruhe sein, aber es geht um mich und die Gruppe. Und weiter, mir geht es um meine innere Ruhe und die der Mannschaft. Die ist wichtiger als Pseudo-Unruhe von außen. Das kann ich nicht beeinflussen. Torhüter Oliver Baumann, 28, über Nagelsmann Wechsel, es ist schade, dass er geht, weil wir einen großen Trainer und Menschen verlieren werden. Aber ich muss es ihm hoch anrechnen, dass er es uns jetzt schon gesagt hat. Wir haben es in der Mannschaft über unsere WhatsApp-Gruppe erfahren, in die es einer reingestellt hat. Und die Führungsspieler hat er persönlich informiert. Wenn einer so eine Klasse hat, war damit zu rechnen, die Frage war nur wann. Oliver Baumann ist seit 2014 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Foto, Picture Alliance. Sven Simon, Hoffenheim spielt kommende Saison in der Champions League. Nagelsmann, da ist die Motivation vielleicht etwas leichter als in der Europa League. Es ist auch von der Zeit her besser, dienstags als donnerstags zu spielen. Es kann eine richtige Krachergruppe geben. In der Vorbereitung will Nagelsmann diesmal etwas Neues probieren, zum Beispiel einen Belastungstag unter der Woche mit härterem Training und einem weiteren am Wochenende mit einem Testspiel.